Ja, ich bin aus zwei Gründen heute hier. Der erste ist, diese Woche ist eine Herzensangelegenheit für mich, weil ich bin auch im privaten Umfeld Gamer und oute mich jetzt hier dementsprechend. Und ich glaube, dass die Zeit sich einfach wandelt, dass Gaming halt nicht mehr als nerdig angesehen wird wie früher. Das glaube ich zumindest. Und ich hab die Hoffnung, dass ich halbwegs professionell hier rüberkomme. Und ja, viel kann man aus dem Gaming-Bereich halt lernen, komme ich gleich noch drauf. Der zweite Grund ist aber auch, dass ich davon überzeugt bin, dass wir auch als Siemens Energy an solchen Veranstaltungen einfach teilnehmen müssen, weil auch wir in einem Marktumfeld kämpfen, immer wieder neue, junge, attraktive Talente anziehen wollen und dementsprechend auch als Arbeitgeber Präsenz zeigen müssen und uns vermarkten müssen. Ich werde jetzt ein bisschen präsentieren, wer sind wir überhaupt, was machen wir und wie hilft uns Employer Branding heute schon und wird uns in Zukunft auch helfen. Ja, und was hat das Ganze mit Gamification überhaupt zu tun? Aber bevor ich jetzt viel erzähle, ich glaube, das Beste, was wir machen können, ist einleiten, das ganze Thema können unsere Mitarbeitenden. Und deswegen habe ich ein kleines Video mitgebracht. Hello, good afternoon, do you hear me? Do you want the truth? I guess there is still this confusion between all the different Siemens that are around. Are those the people who still make the refrigerators and the old phones? Of course, there was a bit of confusion. So I had always say Siemens Energy, and that energy part is what gives it the key of, there has to be in the energy sector. We are basically conceiving the entire future energy system of the world. Like with the whole energy value chain. So that's incredible, right? It's not just a multinational company, it's not just a German company, it's truly a global company. Everything kind of blends together here in Siemens Energy, where we create the picture together of how will we energize society. It makes me somewhat a cool dad. I never expected people so motivated to actually have a great team. Like we play football every week. Yeah, that's how we get closer to each other. You have a lot of support for learning. And I think that when you are young, you really need to take advantage of this. You have people from different parts of the world, across different religions, across different genders, working together to achieve this sustainability goal. And that's the best part of it for me. When you hear about a German company, you never expect women leadership. There is a lack of time inside the company. Den Azubis zuzuhören, das denke ich, ist ganz wichtig. I would like to see even more women. Ja, ich bin immer positiv überrascht, wie viel Energie unsere Mitarbeiter mitbringen. Und ich kann euch sagen, es ist nicht nur im Video, sondern das ist tagtägliches Leben bei uns. Also wir sprühen wirklich vor Energie, vor Motivation. Das Video zeigt aber für mich zwei wesentliche Aspekte. Der erste ist, jetzt könnte man meinen, haben wir die Zielgruppe hier falsch eingeschätzt. Denn wie zur Hölle sonst komme ich auf die Idee, mitten im Ruhrgebiet ein englisches Video abzuspielen. Aber ich kann euch versichern, das ist Absicht, weil wir halt ein internationales Unternehmen sind und Englisch gehört für uns mit zum Handwerkszeug. Damit wir intern kommunizieren können zwischen den Teams weltweit, in der Firma, bei uns selber, aber viel wichtiger auch, dass wir mit unseren Kunden sprechen und kommunizieren können, weil die Energiewende werden wir nicht im deutschsprachigen Raum bekämpfen. Mir ist aber auch wichtig zu sagen, dass wir unsere Mitarbeiter halt bei solchen Themen nie alleine lassen, wie zum Beispiel das Erlernen einer Sprache. Und jetzt kann ich von mir persönlich reden, wenn ich auf meine Schullaufbahn, die schon weit als 20 Jahre zurückliegt, zurückdenke, habe ich mich im Englischunterricht immer so mit der Note ausreichend bis mangelhaft durchgemogelt.
bis ich halt dann die Ausbildung bei Siemens Energy angefangen hatte. Und dann hat es bei mir Klick gemacht, ah, scheiße, die Sprache eröffnet halt einen Horizont, ermöglicht hier ganz andere Möglichkeiten. Und so unterstützen wir die Mitarbeiter halt immer, das entsprechend auch zu lernen. Und auch im Gaming-Bereich, privat auch viel gelernt, dass die englische Sprache halt die Grundvoraussetzung hier ist, überhaupt sich ja, zu artikulieren online. Wie wichtig halt das Absprechen von Zielen in Spielen ist, sodass die Sprache hier auch wirklich hilft. Der zweite Aspekt ist aber auch, im Video habt ihr immer die Betonung gehört auf Siemens Energy. Und das ist uns auch nochmal wichtig, dass wir uns als Marke halt auch weiterentwickeln müssen. Wir müssen unsere eigene Marke verstärken und wir sind halt nicht mehr Siemens, wovon wir zwar abstammen, aber wir sind mittlerweile eine eigene ständige DAX-Firma und bauen halt nicht mehr die Kühlschränke, die Mobiltelefone, wie es heute Morgen auch schon angesprochen wurde hier, sondern sind halt spezialisiert im Energiesektor. Genau wie andere Siemens-Einheiten auch, wie zum Beispiel die Siemens Healthineers, die sich halt auf Medizintechnik konzentrieren. Aber was genau machen wir eigentlich? Und ja, wie gesagt, wir sind führend im Energiegeschäft und wir sind immer stolz, sagen zu können, dass bereits heute ungefähr ein Sechstel der weltweiten Stromproduktion auf unseren Technologien und Produkten basiert. Und das tun wir zusammen mit unseren ungefähr 5000 Industriekunden weltweit, an denen wir immer eigenständig an deren Energiewende arbeiten. Und das machen wir mit 97.000 Mitarbeitern weltweit. Und wir sind weit in über 90 Ländern vertreten. Und besonders ein Privileg ist es auch für uns, sagen zu können, dass wir die Möglichkeit haben, jedes Jahr 1 Milliarde Euro in Forschung und Entwicklung zu stecken, damit wir uns immer weiterentwickeln, sei es unsere Mitarbeiter, Schulen, aber halt auch unsere Produkte und Lösungen kontinuierlich weiterentwickeln. Wie gesagt, wir gestalten die Energiewende und für uns heißt Energiewende nicht einfach nur fossile Brennstoffelemente durch erneuerbare Energien zu ersetzen, sondern wir betrachten die Energiewende ja ganzheitlich. Denn kein Land der Welt, kein Kunde der Welt ist einmalig und jeder steht vor anderen Herausforderungen, bringt andere Rahmenbedingungen mit sich und die begegnen wir halt individuell für unsere Kunden. Dafür haben wir uns untergliedert in 4 Hauptbereiche. Der erste Bereich ist die Gas-Services und auch der zweite dann das Windgeschäft, auch bekannt als Siemens Gamesa. Und hier sind wir halt dabei, ja, emissionsarme oder ganz emissionslose Stromproduktion herzustellen. Die Grid Technologies, der dritte Bereich, ermöglicht uns das dann, die gewonnene Energie auch zu transportieren und zu speichern. Und der letzte Bereich, aus dem ich jetzt auch entstehe oder hier vor euch stehe, ist der Bereich Transformation of Industries, der sich um die Dekarbonisierung der Industrieprozesse bemüht. Weil wenn wir die Energiewende als Menschheit schaffen wollen, müssen wir gerade den Energiesektor halt dekarbonisieren. Aber lasst mich ein bisschen regionaler kommen auf Deutschland bzw. aufs Ruhrgebiet, wo wir halt heute hier stehen. Wir haben eine Deutschlandkarte mitgebracht, da sind wir ja, markiert, auf welchen Standorten wir vertreten sind in Deutschland. Und gerade im Ruhrgebiet, wie gesagt, die 3 Standorte, angefangen mit Mülheim. In Mülheim sind wir mit den Generatoren, mit Dampfturbinen beschäftigt, aber vor allen Dingen jetzt auch in den neueren Produkten wie Elektrolyseure, die zur Herstellung von Wasserstoff notwendig sind. Mülheim ist der größte Standort, gefolgt dann von Duisburg, wie gesagt, von dem ich auch jetzt entsandt wurde. In Duisburg konzentrieren wir uns auf die Herstellung von Kompressoren, die klassischerweise in der Öl- und Gasindustrie zur Anwendung kommen. Aber für uns viel stolzer und ja, die Zukunftsperspektive zu sagen ist, dass Kompressoren halt in jeglicher Prozesswelt vorkommen wird, sei es die Speicherung von Kohlenstoffdioxid oder halt die Weiterverarbeitung von Wasserstoff. Und wir hatten heute Morgen die Vertreter der OGE hier, die gerne Wasserstoff durch ihre Pipelines demnächst transportieren möchten. Ja, und da sind unsere Kompressoren halt elementarer Bestandteil von, denn ohne Kompressoren ist das nicht möglich.
Und da stehen wir natürlich als Produkt- und Servicelieferant der OGE zur Verfügung. Abschließend mit dem kleinsten Standort hier im Ruhrgebiet, das ist Essen, ist ein Verwaltungsstandort. Und ja, zukunftsmäßig ist auch noch zu erwähnen, dass wir natürlich auch Ausbildungsstandorte in ganz Deutschland verteilt haben. Einer dieser Ausbildungsstandorte ist auch in Mülheim angesiedelt als Trainingscenter. Und hier bilden wir halt kontinuierlich Auszubildende aus oder Dualstudierende. Jetzt muss ich langsam die Brücke schaffen zu, ja, was ist denn überhaupt Gamification für uns und Employer Branding und wie hängt das alles zusammen? Wie gesagt, auch wir müssen uns immer beweisen im Markt. Wir stellen jährlich 10.000 Mitarbeiter ein und da auch wir müssen ja um die Mitarbeiter kämpfen. Und natürlich beschäftigen wir uns dann mit Fragen wie, ja, wie werden wir überhaupt als Firma gesehen? Was macht uns aus? Was differenziert uns von anderen Unternehmen? Und deswegen müssen wir uns immer weiterentwickeln, natürlich um als Arbeitgeber auch attraktiv zu bleiben. Und jetzt könnte ich viel erzählen, dass wir Marktforschung betreiben, dass wir Berufsgruppen gezielt ansprechen auf diversen Plattformen oder auf Events. Aber wie gesagt, ich bin kein Vertreter der Personalabteilung oder des Recruitings oder des Marketings, sondern ich bin operativ tätig im Bereich. Auch da tun wir viel, könnte ich viele Beispiele nennen, aber ich glaube, ich lasse einfach noch kurz unsere Mitarbeiter zu Wort kommen und einfach mal das Gefühl rüberbringen, warum arbeitet man gerne bei uns? For me personally, it's very important to feel that the work I'm doing is meaningful, significant and has a greater purpose. To be involved in innovation projects can be pretty exciting. The innovations are happening every day. That ability to step outside the regular bounds and innovate, that's the most fulfilling thing. One of the things that kind of got me excited is the knowledge sharing, the openness, the culture of collaboration. Whenever there is a need for assistance or mentoring, our managers, our employees, our seniors are available for any question, for any support. I know I can pick up the phone and call someone in a different part of the company if they have a skill that I need or if I have a skill that they need, and we'll help each other out. I am always encouraged to choose and design my career path and develop further. I do feel a different person from the day I joined to where I am today because I have grown personally and professionally. Every time I've had an initiative that I wanted to run, I've felt supported. I am very proud of working for Siemens Energy. Ja, hier möchte ich drei Punkte nochmal aufgreifen, also wie wir gerne gesehen wollen würden. Und das ist als erstes als innovatives Unternehmen, habe ich gerade schon erzählt. Wir stecken viel Geld in Innovation rein und wir erwarten von unseren Mitarbeitern auch, dass sie ja, tagtäglich mitarbeiten, uns immer vorantreiben. Und da hoffen wir, dass wir ja auch als sich ständig erneuertes Unternehmen gesehen werden. Der zweite Aspekt ist, dass wir natürlich ein weltweites Unternehmen sind und die Möglichkeit bieten, international tätig zu sein, mit anderen Kulturen zusammenzuarbeiten, die auch mal kennenlernen zu können und weil man da wirklich viel, viel andere Sichtweisen als rein in Deutschland mitnehmen kann. Und uns ist wichtig zu sagen, dass wir uns innerhalb der Firma weiterentwickeln, dass wir halt nicht mehr Jobprofile einfach nur klassischerweise darstellen, sondern dass wir uns definieren über Motivation und Fähigkeiten, die wir mitbringen und dass wir auch immer weniger von Top-Down-Entscheidungen herunterbrechen, sondern dass jeder bei uns die Karriere eigenständig führen kann. So, was hat das Ganze mit Employer Branding zu tun und was tun wir heute schon aktuell? Wir sind jahrelang schon im Employer Branding unterwegs, würden das aber wahrscheinlich nie so klassifizieren. Wir machen das einfach, aber wir wollen immer besser werden, jetzt auch um es, sag mal, Struktur zu geben und weiter ins Employer Branding in professioneller Art und Weise reinzusteigen. Wir sind jahrelang aktiv schon im Betriebssport, sei es Laufveranstaltungen, sei es das interne Fußballturnier, das wir an den einzelnen Standorten spielen und wo wir dann die Gewinner der jeweiligen Standorte immer nach Deutschland entsenden, an einen Standort.
Und da wird halt der Deutschland-Sieger untereinander ausgespielt. Wir haben aber auch Betriebssportarten wie Schach, wie Bouldern, wie Fahrrad-Events und Fahrradsport. Also da sind wir sehr, sehr aktiv schon seit langem unterwegs. Was wir auch schon länger tun und natürlich immer verstärkt machen, ist Gamification in die Arbeitswelt reinbringen. Das fängt bei uns an in der Ausbildung, wenn wir ja, jungen Auszubildenden innerhalb des Ausbildungsdurchlaufs die Jahre halt Aspekte reinbringen, wie zum Beispiel Robotik, wo wir halt ja, über das Erbauen und Konstruieren eines Roboters bis zur Programmierung, sodass er auch die Aktion ausführt, die er nachher machen soll. Wir haben Drohnenführerscheine bei uns mittlerweile, damit wir ja, in Kontakt kommen mit neuer Technik, vor allem mit Videoführungen etc. Wir haben aber auch, wir hatten ein Beispiel heute gesehen von einem virtuellen Schweißroboter, den haben wir bei uns auch im Einsatz, dass wir halt unsere Azubis nicht nur einfach ja, traditionell an der Schweißplatte schweißen lassen, sondern dass wir denen auch die virtuelle Möglichkeit dazu bilden und ja, ihre Elektrodenführung, sage ich mal, auswertbar machen, verbesserbar machen. Wir haben aber auch viele Kunden-Gamification-Aspekte drin, wenn es darum geht, zum Beispiel eine 24-7-Hotline zu betreiben, dass der Kunde, wenn er ein Problem hat, in seiner Anlage bei uns anrufen kann und nicht nur übers Telefon, sondern dabei auch die Möglichkeit hat, eine VR-Brille aufzuziehen und mit uns zusammen, mit unseren Experten zusammen, dann in die Anlage reinzugehen und uns die Problematik zu zeigen, sodass wir da ja, Kommunikationsschwierigkeiten vermeiden und die Probleme einfach besser verstehen und somit schneller beheben können. Wir sind aber auch mit Lieferanten unterwegs, wo wir zum Beispiel die HoloLens von Microsoft im Einsatz haben, die wir den Lieferanten schicken und die Lieferanten nutzen diese halt und laden uns ein zu Qualitätsabnahmen, wo sich unsere Mitarbeiter dann einwählen und ja, den Qualitätsstandard sicherstellen, dass wir die Bauteile halt abnehmen beim Lieferanten. Und das tun wir natürlich einmal aus Kostenaspekten, ganz klar, aber vor allen Dingen auch, um ja, die Work-Life-Balance unserer Mitarbeiter zu verbessern, dass sie weniger reisen müssen, dass sie mehr Zeit zu Hause verbringen können und ja, dementsprechend ja, diese Remote-Inspection-Applikationen nutzen können. Wir nutzen sie aber auch für interne Schulungen. Da haben wir auch Beispiele heute hier gehört. Wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, auch unsere indischen Kollegen in Pune an Produkten in Deutschland oder in Amerika auszubilden, wenn wir uns hier lokal die VR-Brille aufziehen und dann die indischen Kollegen halt einfach schulen an diesen Produkten, anstatt ihnen Videos zu zeigen oder einfach nur Manuskripte im Learning durchlesen zu lassen. Und auch wir müssen neue Wege beschreiten im Sinne von, wie erreichen wir überhaupt die Zielgruppen von morgen oder von heute schon. Ja, Stichwort Generation Z ist oft gefallen heute. Und da arbeiten wir auch seit neuestem jetzt mit Influencern zusammen. Als Beispiel hier iCrimex ist auch schon heute gefallen, den wir jetzt genutzt haben, um halt ja, uns attraktiv für die Generation Z und vor allen Dingen Generation Alpha dann demnächst zu machen. Wir haben auch Laser Luca zum Beispiel drin, der uns auch Content kreiert hat, den wir nutzen. Und jetzt kann ich persönlich der Meinung sein, ja, und die ältere Generation noch über mir sagt immer, ja, die haben noch gar keinen Inhalt mehr, diese Videos. Die erzählen noch gar nichts mehr von unserer Firma, welche Werte wir vermitteln etc. Aber ich glaube, davon müssen wir uns lösen. Wir sind halt nicht die Zielgruppe, sondern die Zielgruppe sind ja, junge Leute. Und ich kann euch sagen, also meine Kinder kennen die alle. Ich kannte da vorher keinen von. Meine Kinder kennen die, gerade iCrimex wurde ich angesprochen zu Hause. Wie, der arbeitet bei euch? Ich sage, nee. Ja, aber der war doch bei euch in der Firma, der ist so eine Drohne geflogen. Ja, genau. Und ungelogen, gestern Abend komme ich nach Hause und mache den Kühlschrank bei uns auf und ich finde eine Dose Paulberger Limo im Kühlschrank. Also eine Limonade von einem YouTuber oder Content Creator von iCrimex bei mir zu Hause in der Wohnung. Also wie gesagt, meine Kinder werden erreicht und ich glaube, darum geht es, dass wir die Zielgruppen gerecht ansprechen und ja, dass wir da immer weiterhin attraktiv als Arbeitgeber wahrgenommen werden. Jetzt hatte ich gesagt, dass wir versuchen, auch in den Gaming-Bereich vorzustoßen. Und da liegt die Betonung auf versuchen. Da sind wir in Kinderfüßen noch unterwegs. Aber wir sind
in dieser Woche hier vertreten mit 6 Leuten von unseren Standorten. Und da sind alles Vertreter von 3 Standorten, also einmal Essen, Mülheim und Duisburg. Und somit fördern wir einmal das Untereinander zwischen den Standorten. Wenn die sich jetzt zum Beispiel ab morgen hier treffen, dann haben wir Netzwerken innerhalb der Standorte, super. Wir haben aber auch ich habe einfach mal die Berufsbezeichnung hingeschrieben. Und es ist wichtig zu sehen, dass wir halt über Projektleiter, über Sachbearbeiter, über Qualitätsingenieure sprechen, aber auch über unsere Schlosser in Duisburg oder einen Dreher in Duisburg. Also wir hoffen, dass wir über Gaming halt auch die Plattform schaffen, dass sie diese Berufsgruppen, die sie wahrscheinlich im Alltag bei uns in der Firma, keine Ahnung, in Duisburg 1900 Mitarbeiter, wahrscheinlich selten über den Weg laufen würden. Aber vielleicht ist das eine Plattform, wie man sich untereinander connectet und wo dann die Hemmschwelle einfach fällt, okay, den kenne ich ja, den rufe ich einfach mal an, wenn ich ein geschäftliches Problem habe. Ja, ich komme zum Ende meiner Vorstellung hier. Wenn ich jetzt ein bisschen Interesse geweckt habe und ihr Bock habt, an der Energiewende mitzuarbeiten, gerne bei uns bewerben und sowohl auf Ausbildungsplätze, die wir noch frei haben für September dieses Jahr, als auch für Stellenausschreibungen und auch gerne Kundenvertreter, also ihr könnt euch auch gerne bei uns bewerben. Wir nehmen aus diversen Zielgruppen Bewerber gerne entgegen. Klasse, Dankeschön. Ganz großer Applaus, vielen lieben Dank. Gibt es Fragen an Marcel? Fragen, Anregungen, Wünsche? Nein, das ist nicht der Fall. Dann vielen, vielen Dank für den wirklich tollen Vortrag. Ja, wir freuen uns morgen mit euch zu zocken, zu spielen im Gaming Cup. Und damit du heute Abend noch ein bisschen üben kannst, unser kleines Geschenk für deinen Einsatz hier auf der Bühne. Vielen, vielen Dank. Der Applaus gehört dir, hast du prima gemacht. Dankeschön. Danke.